Einen wunderschönen guten Tag oder eher gute Nacht zu Kitty Dream. Genau, ganz herzlich willkommen. Ja, was ist das? Ah, okay, jetzt geht's. Ich höre. Erstaunlich wenig Musik. So. How the fuck do I move? Okay, damit springe ich. Ah, und damit laufe ich, alles klar. Alles klar. Oh, da geht's weiter. Juhu, schon mal gespeichert. Zwischenspeichern ist immer ganz wichtig. Oh. Okay. Ja, Katzen mögen kein Wasser. Das klingt vollkommen logisch. Gut, da komme ich wohl erstmal noch nicht rüber. Erinnert mich so ein bisschen an Tower of Heaven. Jetzt müsste ich doch mal nachgucken. Sekunde. Nein, Tower of Heaven ist von wem anders. Mich verwirren die Blöcke da an der Seite. Okay. Hätte ja sein können, dass da was ist. Oh, hat jemand früher mal... Oh, wie hieß es denn? Ah, oh, es gab so ein Gamerspiel. Trip World hieß es. Darin erinnert mich das hier auch gerade ziemlich. Auch wenn Trip World noch ein bisschen anders aussah. Und man keine Katze gespielt hat. Schon gar keine schlafende Katze. The will to air. Wow, Double Jump, sweet. Ich glaube, ich sollte die Dinger nicht berühren, oder? Ja, stimmt. Oh, jetzt muss ich das wieder einsammeln. Oh Mann. Na, okay, macht ja Sinn. Ich habe ja auch nicht gespeichert zwischenzeitlich. Man muss ja auch alles mal ausprobieren. Wie heißt das so schön? Curiosity killed the cat. True, true. So. Ach, das ist in so einem Spiel noch immer so, sobald man... einen fröhlichen Double Jump hat, setzt man den immer ein, oder? Also auch wenn es nicht nötig wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob ich... I'm hiding. Shh. Okay. Have fun hiding. Da kommt fröhliche Max Payne-Musik im Hintergrund. Ich mach die mal ganz kurz weg. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Max Payne im Hintergrund laufen hätte. Da komme ich doch nicht hin, oder? Na, da springe ich doch schon oben in die Stacheln. Ja. Verdammt. Zur Erklärung, wo diese Max Payne-Musik herkommt, das ist einfach mein Wecker. Ich werde morgens immer von der fröhlichen Max Payne-Musik geweckt. Oder eher gesagt, von der Max Payne... Ach, fuck. Von der Max Payne 2 Musik. Was ich eigentlich sehr angenehm finde, weil es halt einfach mit einem, ich weiß nicht, Cello oder so anfängt. Okay, nein, das wird, glaube ich, noch nichts. Es ist auf jeden Fall sehr chillige Musik zum Aufwachen, habe ich festgestellt, weil sie einfach so überhaupt nicht anstrengend ist. Das schreit dann keiner an, es ist rein instrumental. Und es fängt halt sehr ruhig an, bevor es erstmal loslegt. Und das ist, finde ich, ganz angenehm. Ach ja.
Was sagt mir, dass ich die Dinge nicht berühren sollte? Wow. Ja. Was ist das? Nee, da komme ich so schnell nicht hin. Yay, you obtained the will to dash. You can dash with a D key. You can also smash down buttons. Okay. Oh. Das war nicht so erfolgreich. Okay, da komme ich nun wirklich nicht rüber. Habe ich verstanden. Ist okay. Aber Moment, wo komme ich dann lang? Das ist doch irgendwie scheiße. Also da komme ich... Ja, fuck. Okay, nee, da drauf springen kann ich auch nicht. Ach so, aber ich kann ja auch nach oben dashen. Ah, dann hilft mir das vielleicht. Haha, so geht's. Entschuldigung, manchmal bin ich ein bisschen langsam. Ah, fuck, yo. Entschuldige mich mal damit, dass es klingelte ja auch gerade, es musizierte im Hintergrund ja auch gerade mein Wecker, das heißt, ich bin eigentlich früher aufgestanden als geplant. Hey. Außerdem ist es Sonntag und ich muss gleich arbeiten. Okay, die Wand kriege ich wohl nicht kaputt. Schade. An die komische Lampe gekommen wäre. Jetzt schon. Tut mir leid, ich muss das eben nochmal ausprobieren. Ach, komm schon. Ah, da kann ich... Okay. Ja, das wäre total gegangen. So natürlich nicht. It's shiny. I have to get it. Ja. Eigentlich wollte ich hier ein Spiel vorstellen und keine Fail-Compilation machen. Nee. Ich stand doch schon drauf. So, jetzt muss ich natürlich auch aufpassen. Haha. Speichern. Ganz wichtig. I has a secret. I has a secret. And I has died. Mysteriously. Nein, danke. Ich glaube, ich bin einfach noch nicht wach genug für Jump-and-Run-Spiele. Och, echt jetzt? Ich glaube, ich gebe es einfach auf. Ja, was ist denn das vom Double Jump denn da nicht?
Nein, Mietz, böse Mietz. Nein, Mietz, das ist mein Napfkuchen. Ja. So, speichern. Ah, jetzt komme ich da bestimmt hoch. Aha. Ist das Spiel, wo du übrigens im Rahmen von irgendeinem Contest innerhalb von 5 Tagen von einem Typen entwickelt? Also naja gut, letztendlich von 2, weil einer hat noch Musik und Sound gemacht, aber das war nicht so erfolgreich. Dafür finde ich das ganz nice eigentlich. Nein, nein, nein. Och, leck mich doch. Puh. Natürlich ist er jetzt wieder zu. Das ist echt nicht wahr. Ich glaube, wenn man sämtliche Fails rausschneidet aus diesem Video, kommt man ungefähr auf 2 Minuten. Also, die das Video dann noch lang ist. Warum geht denn das nicht? Jetzt aber. Geht hier ab. Try hitting those blocks as hard as you can. Ach was. Okay, war das clever, was ich hier gerade gemacht habe? Wahrscheinlich nicht. Ah, Reset-Button, sehr schön. Also einer runter ist ja kein Thema, das dahin ist auch kein Ding. In Wirklichkeit. Aha. Ne, so. Es sind nur 3, oder? Sehe ich das falsch? Ah, ist natürlich... Also erstmal ohne... Na, fuck you. Okay, schon verkackt. So, der ist da schon mal korrekt. Das Problem ist doch, wenn ich das jetzt nach unten schieße, bleibt das doch niemals in dem Rahmen hängen, sondern geht doch ganz an die Wand, also beziehungsweise an den Boden. Und wenn ich den hier in die Ecke schiebe, kriege ich den dann nicht wieder raus. Okay. Hätte ja sein können, dass ich das Ding vielleicht auch verschieben kann. Das ist ja jetzt blöd.
Also ich kann natürlich... So, aber das bringt mich ja überhaupt nicht weiter, oder? Ah, okay. Es reicht einfach, wenn es kurz so ist. Boah, echt jetzt? Nee. Dafür ist es mir jetzt ehrlich gesagt gerade zu früh. Da könnt ihr mal schön selber dran rumrätseln. Wenn ihr Bock auf A Kitty Dream habt, ne, Link wie immer deep down below und so in der Videobeschreibung. Ich gehe, glaube ich, erstmal frühstücken. Das ist eine ganz angenehme Sache, denke ich. Und dann habe ich vielleicht auch etwas mehr Hirn und dann ja, muss ich auch gleich schon los zur Arbeit. Okay, vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, an dem ihr hoffentlich deutlich weniger arbeiten müsst als ich. Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.